Ich bin sehr froh, dass ich hierher kommen konnte zum 20. Jubiläum der neuen Innsbrucker Synagoge. Ich gratuliere der Präsidentin Frau Fritsch, der ganzen Gemeinde und hoffe, dass ich dann zum 25. spätestens wiederkomme und wir wieder eine tolle Feier machen. Ich möchte Esther Fritsch gratulieren. Gratulieren, dass sie es geschafft hat, in diesen 20 Jahren Synagoge, nicht nur einfach, man hat eine Synagoge, sondern jüdisches Leben hier in Tirol, in Innsbruck speziell, einzuführen. Und ihre Art und Weise ist einfach so, dass man ihr nicht Nein sagen kann. Und sie hat hier viel gemacht und ich wünsche noch bis 120, dass sie für das jüdische Tirol, für das jüdische Innsbruck noch viel machen wird können. Would like to thank the to greet the Jewish community and to congratulate you for the 20 years since the opening of the synagogue, and I think it's a great event, and I hope that in 20 years we will be here again celebrating 40 years but with a much larger community. Now you're about 180, hopefully you will be over 1,000 in 20 years. So alles Gute und Mazel Tov. Ich freue mich ganz besonders über dieses Jubiläum, 20 Jahre Synagoge in Innsbruck, und ich wünsche mir noch sehr viel gute Impulse für das religiöse Leben von der jüdischen Kultusgemeinde und alles, alles Gute. Ja, meine herzliche Gratulation im Namen des Landes Tirol an die israelitische Kultusgemeinde. Wir haben heute gemeinsam einen wirklich beeindruckenden Festakt gefeiert und erfreulich war, dass die Religionsgemeinschaften beisammen waren und dass die Erkenntnis hier ist, wachsam zu sein, Erinnerungen auch wach halten, aber andererseits gemeinsam in eine gute Zukunft zu blicken. Ich danke der israelitischen Kultusgemeinde für die Einladung und ich wünsche Gottes Segen für das Pessachfest, das in der kommenden Woche beginnt. Das Pessachfest ist das große Fest der Freiheit, der Befreiung, des Auszugs aus der Knechtschaft, auch das große Fest der Menschenwürde. Ich wünsche der Kultusgemeinde Frieden und Freiheit in der Gegenwart und Segen für die Zukunft. Liebe Esther, liebe jüdische Gemeinde Innsbruck, es war für mich eine sehr große Freude, vor 20 Jahren hier zu singen bei der Eröffnung dieser schönen Synagoge und dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass ich durfte euer heute sozusagen wieder, nach 20 Jahren wieder hier dabei teilzunehmen und für dich zu singen. Ich wünsche viel, viel Glück und Mazel Tov. Die Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde gemeinsam mit ihren tätigen, leitenden Persönlichkeiten, insbesondere Präsidentin Dr. Esther Fritsch. Und ich freue mich, dass wir in einer solchen Harmonie dieses Jubiläum jetzt feiern können. Und ich hoffe, dass die israelitische Kultusgemeinde von Tirol und Vorarlberg weiterhin eine gute Entwicklung macht und jene öffentliche Anerkennung und Unterstützung erhält, die diese Gemeinschaft braucht, die auch zusteht, so wie andere Glaubensgemeinschaften auch. Der israelitischen Kultusgemeinde will ich herzlich gratulieren. Sie haben nicht nur ein wunderschönes Fest gefeiert, sondern sie haben eine beachtenswerte Entwicklung genommen. Und ich kann nur wünschen, dass das so weitergeht. Liebe Esther, es möge dir alles hervorragend gehen. Der heutige Abend war wunderbar organisiert, wunderbare Sprecher. Der Oberkantor hat gesprochen, der Oberrabbiner hat gesprochen. Also alles, was in Innsbruck aufzutreiben war, hat gesprochen. Ich habe nicht gesprochen, ihr redet jetzt. Alles Gute.